Zucker ist nicht immer nur in Süßigkeiten drin, in Kuchen oder in Keksen oder in Schokolade oder in irgendeinem anderen Süßkram, sondern insbesondere auch in süßen Getränken. Und zwar in allen süßen Getränken. Und darauf sollte man wirklich achten. Wenn man Durst hat, dann trinkt man Wasser. Alles andere ist kein Getränk, außer vielleicht jetzt noch Tee oder ungesüßter Kaffee. Aber wenn man wirklich Durst hat, dann trinkt man Wasser. Wenn man Durst hat, trinkt man keine Fanta oder keine Cola oder keine Limonade oder keinen Saft oder sonst irgendwas, sondern der beste Durstlöscher, den es gibt, ist Wasser. Und ich kenne Menschen, die sagen, bäh, Wasser, ich mag kein Wasser. Das Beste, was ich je gehört habe, war, nee, Wasser trinke ich nicht, darin ficken ja die Fische. What? Also Wasser ist nun mal das, wo wir auch zu 60%, wo wir mindestens zu 60% daraus bestehen. Und Wasser ist einfach auch mal das, was ausschließlich unseren Durst löschen kann. Also auch selbst wenn du ein süßes Getränk trinkst, dann stillt das Wasser in diesem süßen Getränk deinen Durst und nicht der Zucker oder der Zuckerersatzstoff. Und wenn du glaubst, dass du kein Wasser magst, dann ist es wirklich höchste Zeit, dein Ernährungsverhalten und dein Trinkverhalten zu überdenken und wirklich auch dich loszulösen von den süßen Getränken. Denn Wasser ist elementar und ist wirklich überlebenswichtig. Und auch da gibt es Qualitätsunterschiede, was man an Wasser trinken kann.